Ein schwerer Unfall hat sich am Freitag auf der Bundesstraße 253 bei Dannenrode ereignet. Ein 66-Jähriger aus Frankenberg kam ums Leben, ein 48-Jähriger aus Gießen wurde schwer verletzt. Der Frankenberger war mit seinem Mazda auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte er gegen den Audi des Gießeners. Beide Fahrer wurden in ihren Autos eingeklemmt. Die Feuerwehr brauchte über eine Stunde, bis sie die Fahrer befreit hatte. Der 66-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Kasseler Klinik gebracht. Dort verstarb er nach Angaben der Polizei. Der Mann aus Gießen kam mit schweren Verletzungen ins Frankenberger Krankenhaus.